einen ganzen Abend ab 19 Uhr bis 21, 22 Uhr, weil Smalltalk soll ja auch hier integrativ sein nach der Veranstaltung, mit Fragen aus dem Publikum. Und am nächsten Tag müssen Sie noch einmal kommen. Und diese Fragen dann der vorbereiteten 50 Seminaristen, Damen und Herren, die sich wirklich vorbereitet haben, morgen bis am Nachmittag sich mit der Persönlichkeit beschäftigen. Das ist der spannende zweite Teil. Karl-Heinz Böhm, der Welt der Satten überdrüssig, ruft 1981 in der Sendung Wetten, dass zu einer Spendenaktion für Afrika auf. Wenn ich diese Wette verliere, stelle ich mich zur Verfügung, selbst unter Auslassung aller Organisationen nach Afrika zu fahren, auf meine Kosten. Und das würde bedeuten, dass wir mindestens ein Dreivierteljahr oder gar ein Jahr kein Kind hungers sterben sehen. Und ich wünsche mir jetzt, dass ich diese Wette gegen Sie alle verliere. Karl-Heinz Böhm, wie ein Star zum Helfer wurde. Das ist diese Wette, die da so ein Schlüsselerlebnis war, ist jetzt fast 20 Jahre her. Äthiopien ist wieder in den Schlagzeilen. Es gibt schon wieder Hungersnot, Hilfsaktionen. Auch andere haben geholfen. Wir haben bei den Opernfreunden das freundschaftliche Du entwickelt und er will es führen. Ich frage dich daher, wie war dieser letzte Besuch? War das ein Rückschlag? Ist da was weitergegangen? Wie geht es jetzt im Moment wieder? Ist das Ärgste verhindert? Ich darf zum ersten Mal sagen, dass mich eine Sache ein bisschen gestört hat heute Abend, nämlich das Wort Star. Ich war in der Zeit meiner Schauspielerzeit, wo ich auf der Bühne oder vor der Kamera gestanden bin, nie das, was man einen Star genannt hat und schon gar nicht in der Arbeit, die ich heute tue. Denn sie hat mit Statum nichts zu tun. Die Identität, die eigene Identität von dir ist doch eigentlich mit diesem Äthiopien-Projekt, wenn ich das sozusagen als Außenstehender sagen würde, erst begonnen worden. Und man hat das Gefühl, das ist eine neue Identität. Oder täuscht auch das? Bist du der Alte in einer neuen Aufgabe? Täuscht ganz bestimmt. Jeder Mensch hat nur ein Leben bis zu seinem letzten Atemzug. Und eine jede Sekunde und ein jeder Moment dieses Lebens ist ein Teil dieses Menschen. Und das, was ich heute bin und das, was ich dann in 20 Jahren bin, hoffentlich lebe ich noch, werde ich es auch in 20 Jahren noch sein, ist eine Zusammenfassung aller Momente, die ich in meinem Leben erlebt habe, alles dessen, was ich getan habe, im Guten und im Schlechten. Wir versuchen den Äthiopiern eine Möglichkeit zu einer eigenen Entwicklung zu geben. Es ist also nicht eine Entwicklungshilfe im Sinn, dass man Hilfe zur Selbsthilfe gibt oder Hilfe zur Entwicklung, was immer, sondern wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, sich selber zu entwickeln, damit diese Entwicklung dann auch weitergehen kann. Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter oder wie motiviert man ein so großes Projekt? Was gehört da alles dazu? Meine Motivation war, ist und wird sein, so lang bis zu meinem letzten Atemzug, Wut. Dieses kleine Wörtchen Wut, was etwas sehr, sehr Konstruktives sein kann, wenn man es richtig versteht, die Wut über diese fast nicht vorstellbare Diskrepanz zwischen Arm und Reich auf unserem Planeten, die mich motiviert hat, meine Arbeit zu beginnen und die mich ständig motiviert, Gott sei Dank, wenn ich die dreimal im Jahr über zwei Monate oder was immer in Äthiopien bin und immer wieder damit konfrontiert werde und mit dieser Wut zurückkomme und dann in Frankfurt am Flugplatz ankomme und die Wut noch größer wird, wenn ich diesen fantastischen Überfluss, in dem man fast erstickt, wenn man in dem Flugplatz da ankommt, erlebe, dann ist das das, was mich dazu bringt, den Menschen nicht zu sagen, hinzugehen und zu sagen, gekommen, gibt es mal ein Büsserl für die armen Äthiopier, gibt es mal ein paar Schilling oder irgendetwas, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer diese Wut den Menschen klar fühlen lassen, ich habe ihnen immer versucht zu sagen, was mir so unverständlich ist an diesem fantastischen Unterschied, dass die Wirtschaft sich nicht in irgendeiner Weise aufbaut und begreift, dass der Aufbau eines Kontinentes, eines kolonialistisch unterdrückten Kontinentes wie Afrika für uns unabdingbar sein wird. Das den Menschen klar zu machen, das war immer und immer und immer mein Bemühen und das wird es auch bleiben. Auf der einen Seite, also was den Spender betrifft. Ich habe nie gebettelt, im Gegenteil. Ich habe nie gesagt, bitte gebt mir, sondern ich habe nur gesagt, schaut euch das an und ihr kriegt dieselbe Wut wie ich und wir machen was zusammen. In großen Unternehmen gibt es die verschiedensten Bezeichnungen für leitende Funktionen. Generaldirektor, Vorstandsdirektor, Abteilungsleiter, Aufsichtsratspräsident etc. etc. Wie beschreiben Sie Ihre Funktion? Machen Sie alles in einem? In dieser Organisation Menschen für Menschen und welchen Führungsstil bevorzugen Sie?
Wissen Sie, dass man mir in Äthiopien den Namen Chairman gegeben hat? Oder dass ich hier das legale Wort Vorsitzender oder wie in der Schweiz Stiftungsratpräsident führe? Das ist für mich eine fast beschämende Belastung. Ich mag das nicht. Ich empfinde mich als ein Mensch von vielen Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Ich empfinde mich als ein Mensch, der für diese Menschen in Äthiopien arbeitet, mit denen ich immer wieder zusammen auf einer Ebene bin. Ich bin, glaube ich, noch nie von einem Äthiopier aus unseren Projekten als ein Manager oder als ein Direktor oder als irgendetwas bezeichnet worden, sondern die Menschen gehen auf mich zu und nennen mich Karl. Und sie umarmen nicht mich. Karl und Heinz, das bin nein, ich drauf gekommen. Das ist zu schwierig. Ist zu Karl schwierig. Heinz ist zu schwierig. Ja. Die sagen Karl immer. Bei jemandem, der durch, ich habe mir das jetzt so kurz überschlagsmäßig ausgerechnet, mehr als 40 Jahre monatlich ein Interview gibt und dabei 20 Fragen beantwortet, kommt man auf mehr als 10.000 Fragen. Welche Frage, die den Menschen Karl-Heinz Böhm betrifft, welche wichtige Frage ist Ihnen dabei nicht gestellt worden bisher? Nun, die Frage, die mir nicht gestellt wurde, ist eigentlich eine Frage, die sehr in den privaten Bereich geht. Denn es ist die Frage, warum hast du 34 Jahre in deinem Leben nach deinem Beginn deiner Arbeit, warum hast du erst dann diese Arbeit begonnen, die du heute machst? Warum hast du so viele Fehler gemacht? Warum hast du versucht, immer wieder, um auf die vorige Frage zurückzukommen, eine ideale Ehe zu finden? Warum hast du nicht versucht, einmal dich selber zu finden? So, bitte, jetzt kommen die Fragen aus dem Publikum, wenn wir heller haben könnten. Ich denke nur, dass Kriege bekanntlich wahnsinnig viel Geld verschlingen. Und wenn man die Fotos von diesen verhungernden Menschen sieht, das kann man ja fast nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen kriegerischen Konflikten in anderen Ländern, dann kommt mir halt der Gedanke, woher kommt das Geld für den Krieg? Nicht? Das war eigentlich mein... Zum einen ist, wenn Sie die genauen Angaben der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds durchstudieren und sehen die Zahlen, die für diesen Krieg ausgegeben werden, sind sie in der Relation zu dem, was die Amerikaner in Kosovo und Jugoslawien getan haben, geradezu lächerlich. Sie sind Figuren, sind Zahlen, die in der Relation zu dem Budget, zu dem Staatshaushalt des Landes stehen, zu den Möglichkeiten, die diese Regierung hat. Sie gibt etwa ein Drittel, so wie es vom Internationalen Währungsfonds gesagt wurde, des Staatshaushaltes für Waffen und für den Krieg aus. Die anderen zwei Drittel gehen, ob das für Straßenbau ist, der auch im Krieg jetzt stattfindet, oder ob das für andere Entwicklungen stattfindet, im Gesundheits- und im Bildungswesen, die viel zu nieder sind in der Relation zu dem Drittel, das für den Krieg ausgegeben wird. Aber es sind Zahlen, die ausgegeben werden. Es werden nicht 100% des Staatshaushaltes für Krieg ausgegeben. Und dass der Mensch immer solche Dinge tut, ich möchte das noch einmal erwähnen, und wir können uns einfach nicht Tschetschenien entziehen und Kosovo entziehen in unserer jetzigen Zeit, nur weil wir reicher sind und weil wir sagen, wir ersticken im Überfluss, sondern es ist ein Faktum, dass wir aus dieser Perspektive her analysieren muss. Und ich muss noch einmal sagen, man muss den Krieg verurteilen, aber dass wir als Menschen leider Gottes solche Fehler in der Geschichte wieder und wieder machen, in jedem Jahrhundert x-mal, das ist ein Faktum, mit dem wir leben müssen und auch mit einem so armen Volk wie die Äthiopier oder wie die Eritrea. Dankeschön. Danke auch. Bitte. Pemberger, ich würde Sie gerne fragen, wie man von offizieller politischer Seite in Äthiopien auf Ihre Tätigkeit reagiert hat, beziehungsweise jetzt reagiert. Überhaupt nicht. Die Gelder von Menschen für Menschen gehen auf Privatkonten, die nur von Menschen für Menschen abgehoben werden können, von niemand anders. Ich kann jeden Schilling, jede Mark und jeden Schweizer Franken nicht nur durch äußere, also außenstehende und innere Buchhalter beweisen, sondern Sie könnten jederzeit, jeder Mensch, der hier drin sitzt, jeder Mensch, der in Europa ist, könnte jederzeit sich selbst vor Ort sachkundig machen, dass die Projekte, die wir machen, nur von Menschen für Menschen kontrolliert werden, dass wir natürlich Schulen bauen,
möchte ich Ihnen als ein Beispiel sagen, die vom Erziehungsministerium übernommen werden und von denen dann weitergeführt worden ist, ist klar. Dass wir Krankenstationen bauen, die vom Gesundheitsministerium geführt werden, ist auch klar. Aber das bedeutet nicht, dass wir in irgendeiner Form der Regierung aber auch nur einen Groschen zur Verfügung stellen, die damit irgendetwas machen könnten, was nicht unserem Sinn entspricht. Das kann ich also jederzeit nachweisen. Welche Summen wurden bis jetzt gespendet? Bis jetzt wurden in Schillingen 2,1 Milliarden Schillinge gespendet in den letzten 19 Jahren. Davon aufgeteilt etwa, würde ich sagen, 60% auf Deutschland, 30% auf Österreich und 10% auf die Schweiz. Wobei ich sagen muss, rein von der Anzahl der Bevölkerung her und dem prozentualen Satz ist der Österreicher der spendenfreudigste Mensch in Europa. Sie haben jetzt exemplarisch erzählt von einem Tal, das Sie zu Ackerland gemacht haben durch eine Initiative von Ihnen. Jetzt gibt es aber sicher eine Menge gegenteiliger Beispiele, wo Sie mit einem Projekt zu spät gekommen sind oder wo, obwohl Sie dort ein Projekt hatten, Leben verloren gegangen sind. Wie gehen Sie persönlich damit um? In einem Warteraum habe ich einmal die Mutter Teresa kennengelernt, die in das gleiche Gebiet wie ich geflogen ist, in Äthiopien. Sie war mehrfach in Äthiopien. Und wir haben ein Gespräch angefangen, wo ich ihr mal gesagt habe, ob sie auch mit der Frage konfrontiert wird von diesem sogenannten Tropfen auf den heißen Stein. Das hat ja indirekt damit zu tun, was Sie jetzt sagen. Und lustigerweise hat sie mir gesagt, ja, das heißt nur auf Englisch anders. Das, auf Englisch heißt das a drop in the sea, also ein Tropfen ins Meer. Und da habe ich gefragt, sind Sie damit auch manchmal konfrontiert? Sagt sie, ja, es gibt viele Journalisten, die mich das fragen, aber ich erinnere mich, wie das mich einmal einer gefragt hat in Amerika. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, das, was ich tue, ist schon ein Tropfen ins Meer. Aber wenn es den Tropfen nicht gäbe, gäbe es das Meer nicht. Also, was ich tun kann, in welcher Dimension oder in welcher Dimension ein Mensch hilft, ob er mir einen Schilling gibt oder eine Million, ist irrelevant. Dass etwas verändert wird, dass etwas geschieht, das ist wichtig und das versuche ich zu tun. Ich darf mich nicht in die Organisation einmischen. Trotzdem bin ich öfter hier gewesen, weiß, was für ein Buffet auf uns wartet und habe immer das Gefühl, was zurückgeben zu müssen. Wir haben uns gerade vorhin alle als Österreicher als spendenwillig beklatscht. Darf ich oder darf ich nicht einfach diesen Aschenbecher dort bitte in die Nähe der Bühne stellen, falls wer das gleiche Problem hat wie ich, irgendwie den Karl-Heinz Böhm zu unterstützen? Ich möchte aber dieser Frau, der ersten und einzigen, deren Gesicht ich nicht gesehen habe, für das, was sie vorhin gesagt hat, zutiefst danken. Ich wünschte mir, dass es viele Menschen gäbe, die so denken wie Sie. Und es gibt so viele Menschen, die denken wie Sie, denn ich kenne unendlich viele Gesichter, die mir dieses Vertrauen geben, nicht. Und das ist etwas so Schönes. Ich kenne auch nicht alle Äthiopier, für die ich arbeite, aber ich versuche, diese gedankliche Ideologie Menschen für Menschen sehr ernst zu nehmen. Und Sie sind ein Mensch für Menschen und ich danke Ihnen sehr dafür. Ich hoffe, Sie werden sich da nicht verletzt fühlen, es nicht preiswürdig anderen Menschen zu helfen. Es ist etwas, was uns Mut machen sollte, allen etwas zu tun und es nicht so zu akzeptieren, wie wir auf diesem gemeinsamen Planeten miteinander leben. In diesem Sinne möchte ich ganz herzlich danken und hoffe, dass wir gemeinsam noch viel verändern können.